Mit ETFs ein passives Einkommen durch Dividenden aufbauen, das ist möglich. Heute zeige ich dir meinen Dividendenkalender mit meinen ETFs. Und damit hallo und willkommen beim Finanzdino und viel Spaß bei diesem Video. Bevor wir mit dem Video richtig anfangen, würde ich dich doch bitten, wenn du es nicht schon getan hast, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Dann verpasst du keine weiteren Videos mehr, wie zum Beispiel meine Dividenden-Updates. Fangen wir jetzt direkt an. Und zwar können wir hier sehen, ich bin noch nicht so lange an der Börse aktiv, aber habe hier schon ein bisschen was an Dividenden bekommen. Das erste Mal gab es Dividende im Juni 2019, 1,35 € von meinem Asien-Pazifik-ETF. Das war wirklich sehr, sehr geil, da habe ich mich super gefreut, als dann die 1,35 € plötzlich eintrudelten. Das war echt ein richtig geiles Gefühl, zum ersten Mal Dividende, passives Einkommen zu kriegen, eben aus seiner Anlage, die man an der Börse hat. Schauen wir uns doch mal an, was ich generell schon so an Dividende bekommen habe. Das ist insgesamt 21,58 €. Ist noch nicht so viel. Der größte Teil kommt auch noch aus letztem Jahr. Denn die Dividendensaison in meinem Portfolio fängt gerade erst jetzt so richtig an. Hat erst eine kleine Ausschüttung. Der Europa-ETF hat ausgeschüttet 1,02 €. Und das war es bisher auch erst in 2020. Da geht es aber bald auf jeden Fall richtig los. Ein ETF, der hier aufgelistet ist, den habe ich nicht mehr im Depot. Das ist der US-ETF. Den habe ich wieder verkauft. Der stammt noch aus einer Zeit, wo ich das Depot etwas anders aufbauen wollte, ganz am Anfang. Check dazu auf jeden Fall mein Weltportfolio-Strategie-Video aus. Genauso wie der Asien-Pazifik-ETF. Der ist noch im Depot, den bespare ich aber derzeit nicht mehr aktiv weiter. Der kann mir aber derzeit ganz gut die fast 5% Dividendenrendite bringen. Die nehme ich doch auf jeden Fall gerne mit. Wenn du dich für verschiedene ETF-Strategien interessierst, dann check doch unbedingt mal Martin von Mr. Minimalist Money aus. Er hat hierzu ein sehr gutes Video über drei verschiedene ETF-Strategien gemacht, wo er genau erklärt, was die Vor- und was die Nachteile verschiedener Strategien mit ETFs sind. Check das auf jeden Fall aus. Ich verlinke es euch unten auch in der Beschreibung und oben in der Infocard. Von den ETFs, die ich aktiv bespare, sind zwei von Vanguard, nämlich einmal die Developed World und der Emerging Markets. Einer von iShares, mein Europa-ETF und auch einer von Comstage, mein Reise- und Freizeit-ETF. Meines Erachtens macht es durchaus Sinn, hier auch nach Anbieter zu diversifizieren, weil eben verschiedene Anbieter eben auch verschiedene Ausschüttungszeitpunkte haben. Beispielsweise Vanguard hat bei fast allen seinen ETFs die gleichen Ausschüttungszeitpunkte. Hätte ich beispielsweise nur Vanguard-ETFs in meinem Depot, dann würde ich theoretisch immer zu den gleichen Zeitpunkten Ausschüttung bekommen. So verteilt sich das ein bisschen besser, weil ich eben auch noch Comstage und iShares mit dabei habe. Bei den beiden Vanguard-ETFs kann man sehr schön sehen, hier am Beispiel der Developed World, dass die Ausschüttungen auch auf jeden Fall steigend sind. Von 94 Cent im Jahr 2016 hatten wir 2019 1,15 € pro Anteil. Bei den Emerging Markets hatten wir leider einen kleinen Dip im Jahr 2019 im Vergleich zu davor, aber Tendenz ist hier auf jeden Fall auch steigend. Beim iShares ETF ist die Ausschüttung hier tatsächlich einmal richtig schön nach unten gedroppt, und zwar 2018 hatten wir echt ordentlich weniger an Dividende pro Anteil. Das ist bei ETFs leider immer die Gefahr, die man natürlich eingeht, aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr ärgerlich. Langfristig denke ich doch aber auch hier, dass wir immer eine steigende Dividende haben werden. Zu guter Letzt der Comstage Reise- und Freizeit-ETF. Der geht ordentlich ab. Super Steigerung hier, auch was die Ausschüttungsrendite angeht, von knapp 1,6 auf 3,2% in 2 Jahren. Das ist meine Ansage. Ich hoffe, dass es da auf jeden Fall so weitergeht. Damit haben wir jetzt einen kleinen Überblick, wie denn so die Dividendenpolitik der verschiedenen Anbieter und auch die Dividendensteigerung hier aussieht. Wann schütten die denn jetzt aber ganz konkret aus? Gucken wir uns das mal an. Ich habe da eine kleine Grafik vorbereitet. Das ist sie, meine kleine selbstgebastelte Übersicht. Insgesamt können wir sehen, 19 Zahltage im Jahr habe ich. 4 ETFs schütten tatsächlich viermal im Jahr aus. Einer, nämlich der Reise-Freizeit-ETF, leider nur einmal im Jahr. Und die beiden Einzelaktien, wie die meisten deutschen Unternehmen, leider eben auch nur einmal im Jahr. Die Einträge hier beziehen sich auf den Ex-Dividendentag. Die beiden Vanguard-ETFs schütten auf jeden Fall erst im Folgemonat dann aus. Sprich, die Dividende vom März kriege ich im April erst ausgezahlt. Im Dezember verhält sich das aber so, dass ich dann da Ende Dezember auf jeden Fall die Dividende schon bekommen habe. Zumindest letztes Jahr war das so. Und insofern gehe ich aus,
dass das sich auch immer so verhält. Die Dividendensaison beginnt also so richtig erst im März. Im Februar leider keine einzige Ausschüttung, aber dafür geht es dann im März richtig los. Vor allem bei den beiden Vanguard ETFs bin ich sehr, sehr gespannt, was dann da im April ja leider erst dann rumkommen wird. Der Peak ist dann im Juni mit insgesamt 4 Ausschüttungen, wobei eine hier eine Einzelaktie ist, nämlich die Deutsche Euroshop. Da bin ich auch schon sehr gespannt, was da an Dividende rumkommt. Ich kann es kaum erwarten. Da wird auf jeden Fall bei einer meiner prognostizierten Dividendenrendite von ungefähr 7%, zu der ich die Aktie gekauft habe, da kann auf jeden Fall die Dividende kommen. An 2 Monaten leider überhaupt keine Dividende, Februar und November. Sieht noch ein bisschen mau aus. Vielleicht, wenn ich mir noch einen weiteren ETF ins Portfolio hole oder noch eine Einzelaktie, die vielleicht mehr als einmal ausschüttet, kann man das Problem hier auch noch ein bisschen umgehen. Insgesamt rechne ich doch aber vor allem mit den Quartalsdividenden im Prinzip, also Januar bis März, April bis Juni und so weiter und so fort. Das ist so meine Grundlage. Ich teile das Jahr quasi eben, weil ich die meisten ETFs hier habe, die 4-mal im Jahr ausschütten, eben in diese 4 Segmente ein. Macht ja durchaus auch Sinn. Und das ist so mein Ziel, das eben so einzuteilen, dass das quartalsweise auf jeden Fall immer ansteigt. Damit mir meine ETFs noch mehr und vor allem noch regelmäßiger Dividende auszahlen, kann ich mir durchaus vorstellen, hier in Zukunft 1 oder 2 weitere ETFs mit ins Depot aufzunehmen. Unter anderem denke ich da vor allem an einen Immobilien-ETF. Na klar, mit der Deutschen Euroshop habe ich hier schon eine Immobiliengesellschaft im Portfolio. Die ist tatsächlich auch in genau diesem ETF, den ich mir rausgesucht habe, schon enthalten, aber nur sehr, sehr gering gewichtet. Dieser konkrete ETF, eben auch nochmal für die Diversifikation, wäre der iShares Developed Market Property Yield, der in Immobilien und REITs investiert. Und der würde nicht nur das Diversifikationsproblem mit den Immobilien lösen, sondern tatsächlich auch mein Ausschüttungsproblem mit Februar und November, denn dort schüttet dieser ETF eben auch aus. Mit einer ganz ordentlichen Ausschüttungsquote hier, beziehungsweise Rendite von so um die 3-4%, allerdings auch hier wieder so ein bisschen iShares-typisch mit irgendwelchen komischen Drops hier, dann geht es mal richtig schön hoch, aber auch wieder runter und wieder hoch. Das ist das, was mir persönlich bei iShares nicht so wahnsinnig gut gefällt. Aber wenn die Ausschüttungen auf lange Sicht immer steigen, dann kann ich mir das auf jeden Fall vorstellen. Eine weitere Möglichkeit, um eben jeden Monat Ausschüttungen zu bekommen, wäre auch ein ETF von iShares, nämlich der JP Morgan Emerging Markets Anleihen ETF. Staatsanleihen sind das hier und tatsächlich schüttet er von Januar bis Dezember jeden Monat aus. Um die 5% Dividendenrendite, aber auch hier wieder ganz komische sinkende und steigende Dividenden. Das ist so ein bisschen ärgerlich, aber das ist das Problem halt, dass man mit den ETFs hat. Eine Variante hierzu wäre der gleiche ETF im Prinzip nur von Vanguard. Der schüttet eben auch monatlich aus, auch mit einer ähnlichen Ausschüttungsquote, aber hier doch etwas konstanter, wie ich finde, aber leider eben noch nicht mit einer so langen Historie hier. Insofern, ja, den kann ich auch bei meinen Brokern, wo ich derzeit aktiv bin, nicht besparen. Also insofern, das wird sich dann noch ergeben. Da werde ich auf jeden Fall nochmal mir Gedanken machen. Natürlich war das hier auch keine Anlageberatung. Ich gebe lediglich hier meine Meinung als Privatanleger wieder. Wenn du Geld investierst, dann ist es immer auf dein eigenes und dein volles Risiko. Ich übernehme hierfür natürlich keinerlei Haftung. Das soll es dann an dieser Stelle auch schon mit dem Video wieder gewesen sein. Wenn es dir gefallen hat, lass mir doch gerne ein Like da. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken. Dann wirst du immer benachrichtigt, wenn ein neues Video online geht und verpasst in Zukunft auch keine weiteren Updates mehr. Jetzt unbedingt noch den Kanal von Martin auschecken und dann sehen wir uns beim nächsten Video.